So, hallo und herzlich willkommen zum 7. Part von The Witcher, Teil 3, die wilde Jagd. Ja, nachdem wir beim letzten Mal so ein bisschen Erkundungsarbeit getätigt haben und hier schon 3 von diesen Fragezeichen abgearbeitet haben, ich wollte eigentlich noch ein viertes, nämlich das hier, machen und dabei dauernd irgendwo runtergefallen sind. Ja, ups. Ich muss nochmal gucken, wie man da hochkommt. Ich werde es wohl noch rausfinden. Möchte ich diesmal jetzt die Quest verloren im Kampf, oder wie war das? Genau, im Kampf gefallen, okay, machen und deshalb renne ich jetzt einfach mal zu unserem Questgeber. Machst du das oft? Mit deinem Hund reden? Der gehört meinem Bruder Bastian. Viele Leute. Tja, jetzt wohl nicht. Also, nicht direkt Bastian reden, hat direkt vor dem Dorf schon gegen die Schwarzen gekämpft. Dem habe ich ihn nicht mehr gesehen. So ein bisschen. Ich habe ihm gesagt, tu, was ich getan habe. Ein, zwei Finger ab, damit sie dich nicht einziehen. Naja. So Angst. Verdammter Mist. Das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Man hat so viel Angst davor, das zu machen. Also sich die Finger, was ich schon echt merkwürdig und widerlich finde, aber müsste man nicht eigentlich mehr Angst davor haben, zu sterben? Oder das ist halt merken. Wie auch immer. Egal. Ich an deiner Stelle würde mich die auf dem Quest auf jeden Fall umsehen. Hab ich. Massenhaft Leichen und Leichenfresser. Ja. War klar, wenn man da nicht gesagt, dass ist. Sie sich vor Feuer fürchten. Deswegen habe ich versucht, sie mit einer Fackel zu vertreiben. Unfug, sag ich dir. Ohne Husar hier wäre ich lebendig gefressen worden. Ja. Und jetzt soll ich dein Problem lösen. Naja. Hör mal, du trägst diese Schwerter doch sicher nicht zum Spaß. Komm mit. Was sag ich? Halt mir die Gule vom Leib. Hilf mir, Bastian zu finden, dann bezahle ich dich. Ja, ich würde sagen, ist eine Quest. Es gibt Kohle, es gibt Loot und es gibt XP. Natürlich mache ich das. Gut, ich helfe dir. Allerdings liegt die Schlacht schon ein paar Tage zurück. Die Chancen, deinen Bruder lebendig zu finden, sind gering. Sehr gering. Naja, aber sie sind vorhanden. Sag bloß. Aber ich will wenigstens seine Leiche finden, damit Bastian da nicht mit den Schwarzen in der Sonne verwest. Das ist gut, die ordentlich zu begraben. Treffen wir uns auf den Hügeln vor dem Schlachtfeld. Dann gehen wir zusammen weiter. Okay. Sag mir jetzt aber bitte nicht, dass das so eine scheiß Eskortierungsmission ist. Also wo ich den Typen, also wo der Typ wirklich HP hat und ich den beschützen muss, weil ich hasse sowas. Ich kann das überhaupt nicht ab. Ich glaube, es gibt nicht viele Leute, die Eskortationsmissionen wirklich mögen, weil die sind einfach nur nervig. Lass mich raten, ich muss tatsächlich da oben auf ihn warten. Der rennt hierher, daher vermute ich mal, ich muss... dann kann ich auch den langen Weg nehmen, wenn ich wahrscheinlich eh hinterher auf ihn warten muss. Querfeld ein? Okay. Normalerweise zeigt das Spiel halt immer die Wege über die Straße an. Aber naja, heute mal nicht. Ich gehe einfach geradeaus aufs Ziel zu. Und wenn ich dann schon wieder von der Klippe falle, kann ich auch nichts für. Passiert eh wieder. Ich renne dauernd irgendwo von Klippen runter in diesem... War da was in dem Baum? Okay, ja. Kann ich nur sagen, war ich jetzt überrascht. Falls ihr das wisst und ich das übersehen habe, ich kann es halt nicht wissen. Ich weiß nicht mehr alles. Ich merke mir ja nicht jedes verdammte Versteck. Ah, da ist der Typ schon. Deshalb, wenn ihr mich darauf hinweist, finde ich es nett. Aber sollte ich es übersehen, dann kommt ihr mir jetzt bitte nicht mit, du hast dies und das übersehen. Man achtet nicht auf alles. Ist einfach so. Vor allem beim du Let's Play. Hier. Gut. Bastian, seine Leiche muss hier irgendwo sein. Ja, hoffentlich. Unter zahllosen weiteren. Willst du sie einzeln untersuchen? Das könnte dauern. Das kann sehr lange dauern. Keine Sorge. Die Rekruten aus Weißgarten führen eine kleine Blume auf dem Schild, damit sie sich in der Schlacht erkennen. Ach so. Es waren nur ein paar. Wenn wir nach Blumen suchen, finden wir Bastian bald. Wobei, nichts für ungut, aber viele Soldaten haben ihre Schilde fallen gelassen. Vor allem auf der Verliererseite. Ja, das ist ein Problem. Moment, wir haben noch einen Hund. Wenn wir nur den Schild finden, nimmt Husar die Fährte auf und führt uns zu Bastian. Komm, je schneller wir es hinter uns haben, desto besser. War klar. Ich dachte mir schon, warum lassen wir nicht einfach den Hund suchen?
Wow. Du erklärst mir jetzt Zielgebiete. Schönes Spiel. So viele Tote. Gott. Dabei hat der Krieg gerade erst begonnen. Naja, im Krieg gibt's keine Sieger. Es fallen auf beiden Seiten unfassbar viele. Oh Gott, jetzt keinen Schluck auf. Bitte nicht während der Aufnahme. Jetzt ist wohl kein guter Zeitpunkt zum Reden. Ja, das tun wir, was ist wir klar. Tun müssen und verschwinden. Kann ich hier alles looten? Kann ich hier jeden? Ja, bitte? Ich dachte. Schade, schade. Doch? Okay, dann kann ich anscheinend hier loot. Gut, ich loote gerne Schlachtfelder. Ja, die Leute brauchen es doch eh nicht mehr. Die sind ja schon tot. Kann ich das Schwerter? Hallo? Okay, da steckt so richtig auffällig ein Schwert im Boden. Und hier auch. Und ich kann das einfach nicht mit. Oh Gott. Ghule. Moment. Mysterium. Wogegen sind Ghule empfinden? Boah, gegen gar nichts. Na gut. Dann muss ich sie halt eben einfach mit mehr zu drei kloppen. Oh, er kommt nicht an. Und. Wobei. Ich muss es einfach mit Schwert zu drei kloppen. So, jetzt bist du dran. Stirb, stirb, stirb. Stirb. Was glitscht dir denn so herum? Stirb. Kämpft der Typ mit? Stirb. Okay, sind tot. Jetzt muss ich hier nur noch erkunden. Kein guter Zeitpunkt zum Reden. Aber erstmal loote ich hier jetzt noch die Ghule leer. Ich bin mir sicher, deren Zeug braucht man auch für irgendwas. Und die Person loote ich natürlich auch noch, weil halt. Wenn nicht, das Zeug kann man schon wahrscheinlich. Oh, hier sind so viele Schwerter, wenn ich die alle mitnehmen könnte. Dann könnte ich mir so viel Geld holen. So, jetzt müsst ihr langsam mal. Achso, alles was hier orange markiert ist, kann man looten. Alles was hier rot markiert wird, ist Quest. Ja, so viel Loot, Loot. Looten. Ja, ich loote einfach alles. Ich kann das Pferd looten? Echt? Hä? Nein, kann ich nicht. Ich kann das Pferd nicht looten. Warum ist es markiert? Achso, ich bin schon lange aus dem Bereich raus. Oh. Ah, da drüben sehe ich was. Ah, zu verlockend. Ich muss alles looten. Aus? Achso, oh. Lecker. Vergammeltes Pferdefleisch. Wer muss gerade auch noch an Lasagne denken? Ah, da ist einer. Ist er das? Nein, sieht ihm gar nicht ähnlich. Jo, okay. Dann. Nächster. Die Haut ist verbrannt. Ja. Schwer zu sagen. Na los, ich weiß, Lisa. Aber. Kannst du Bastian bittern, Junge? Immer noch nichts. Ja, ich weiß. Habe ich gerade schon gemacht. Schnuppert der Hund an dem? Na, wahrscheinlich war er das nicht, sonst wird der Hund ja. Was macht der da? Er hat ihn. Husar hat seine Fährte. Ah, und los. Hinterher. Na dann, rennen wir mal hinter dem Hund her, würde ich sagen. Ich finde diese Hexersicht so ein bisschen nervig, aber. Warum ist da drüben ein Gebäude? Moment, rennt der Hund in das Gebäude rein? Okay. Aber das ist doch nicht alles. Mein Leutnant Was? Hat angeordnet, dass wir auf Kommando. Der lebt noch? Da prasseln die Ballistenbolzen um uns nieder und er sagt. Garda. Soldaten mit vollem Gedärm gehen nicht aufs Schlachtfeld. Es war Dieden da. Geschissen wird. Das ist ein Befehl. Ist das zu glauben? Der Idiot. Komischer Kommandant. Aufhören. Du bringst mich um. Meine Rippen, das Lachen schmerzt. Okay. Du brauchst einen Druck. Was ist hier? Aber zuerst, warum? Was geht denn hier eigentlich los? Ich find's lustig. Bastian, ist der... Hat dieser Nilfgaarder dich gefangen? Nein, ich glaube nicht. Nein, er hat mir das Leben gerettet.
Ich hatte einen Hieb in die Seite gekriegt und einen Schlag auf den Kopf. Ich habe nichts gesehen. Rosin hier hat mich gefunden, als er übers Schlachtfeld gekrochen ist. Sein Bein ist verdreht. Da hat ein Krüppel einen Blinden geführt. Wie lange lebt ihr denn schon hier? Ich bring dich nach Hause. Sagt ihr ja nicht was von ein paar Tagen? Wie haben die denn so lange überlebt? Ich lasse Rosin nicht hier. Alleine stirbt er. Und zurück kann er nicht. Er ist desertiert. Sie werden ihn hängen. Und wenn sie ihn bei uns finden, dann hängen sie uns alle auf. Auch meine Lieschen. Nein, der Schwarze bleibt hier. Ja, aber er hat deinem Bruder das Leben gerettet. Also ihn einfach da zu lassen, ist ein bisschen gemein. Also... Er hat ihn gerettet. Punkt. Bastian hat es nur mit der Hilfe dieses Schwarzen geschafft. Vielleicht solltest du zeigen, dass Nordlinge nicht die Barbaren sind, als die man sie in Nilfgaard hinstellt. Ja, ich würde nicht sagen, dass es Barbaren sind. Ja, er könnte Papas Kleider haben und Feldarbeit lernen. Aber dieser Akzent... Na schön, ich nehme ihn auf. Ja, zeige Dankbarkeit. Danke, Hexer. Krieg ich jetzt auch was? Eine Belohnung. Und die Dankeschön. Götter mögen dich schützen. Gut, ich hab zwar keine Ahnung, welche das sind, aber trotzdem, danke. Okay, ja, der versorgt erstmal die Wunden. Kann ich hier noch irgendwas looten? Loot? Loot! Ah, da. Alchemische Paste. Okay, braucht man wahrscheinlich für irgendeinen Trank, denke ich mal. Ja, rufe Plätze herbei. Ich weiß. Ich würde jetzt aber am liebsten... Oh, hier sind noch so viele von diesen Fragezeichen. Ich würde sagen, ich rufe jetzt mal Plätze und gehe da drüben zu diesem Punkt noch hin, weil so viel Zeit habe ich nicht mehr. Also, alle Plätze. Und los geht's. Komm schon, Plätze. Rennen wir da drüben hin und gucken wir mal, was das ist. Ja, wir sind ja gleich schon da. Das so, war aber nicht sucht. Im Wasser. Nee, ist hier vorne. Oh Gott, ein Monsternest. Natürlich. Jetzt schnell zum Ende noch ein paar Monster zerstören. Oh Gott, ich muss was zerstören. Wie sind das? Naja, sie haben nur zwei. Ich muss das Ausweichen echt wieder lernen. Manchmal sieht man dank der Kameraführung aber auch nichts, wenn da zu viele Bäume oder Gras im Weg sind. Ja, ich hacke ziemlich häufig auch einfach nur wild in der Gegend herum. So, drei sind noch übrig. Stirb und Gwen neu aktivieren. Immer schön Gwen aktiv halten. So, der ist tot. Noch ausgewichen. Komm her. Stirb. Na, ich glaube, der hat mich auch getroffen. So, stirb. 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 So. Geschafft. Schnell looten. Die looten wir auch noch. Okay, da war sogar mal ein bisschen mehr drin. Und Kräuter, was bist du da eigentlich? Ah, das ist ein Monsternest. Stand das da nicht gerade eben? Mein Kurzzeitgedächtnis ist, glaube ich, gerade nicht so gut. Ein Ghoulnest. Ich muss es zerstören. Zur Zerstörung eines Monsternests brauchst du eine Kartesche, Samum oder die Bombe Tanzender Stern. Okay, ich habe keine Bomben, um das zu zerstören. Kann ich das nicht einfach abfackeln? Komm. Nein, scheint nicht zu gehen. Gut, dann muss ich mir halt jetzt bald mal ein paar Bomben herstellen, würde ich sagen. Wie macht man die denn? Das war der falsche Knopf. Da. Dafür brauche ich noch Salpeter. Und dafür brauche ich noch viel mehr. Also Salpeter. Okay, dann muss ich mal gucken. Den wird man wohl irgendwo herkriegen. Aber jetzt würde ich erstmal sagen, der Part ist ja auch schon zu Ende. Deshalb danke fürs Zusehen, wie immer. Ja, bis zum nächsten Mal. Und ciao.